Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. So, in dieser Folge möchte ich mal gerne den anderen Leuten, die auf der Map sind, hier ein bisschen unter die Arme greifen. Ich helfe denen heute einfach mal ein bisschen bei ihrer Arbeit und dann seht ihr auch, was die gerade so auf die Beine stellen. Ja, dann kommt einfach mal mit hier und dreht mich mal um. So, oh, wen haben wir denn schon da? Wer ist da denn? Wer ist da denn? Der Marvin ist das. Wow, der Marvin? Baut der Marvin etwa ein Taxi? Das kommt mir sehr... Oder ist es ein ADAC-Fahrzeug? Ich weiß es nicht ganz genau. Meine Taxen, die sehen ja eigentlich fast so ähnlich aus. Vor allen Dingen vom Maßstab. Ja, die passen schon. Na Marvin, hast du dir mein Taxi angeguckt? Also das ist schon fast identisch. Okay, was steht hier? Wie teuer ist der? Ah ja, ist ein Taxi, ja. 1,99. Ja, das ist ja locker drin hier in meiner Spardose. Kein Problem. Ja, ich bin im Moment hier... Oh, da hat er auch noch hier einen LKW. Hat er da auch noch gebaut hier. Da kann man den sehen. Wie teuer ist der? Ja, natürlich, der muss teurer sein hier. Das stimmt schon. Wow. Ja, der pflanzt hier ständig neue Sachen hin. An seinem Mietschuppen finde ich gut. Können wir ein paar Fahrzeuge mieten. Oh, 1,85. Ich glaube, das ist so eine Art Werkstatt da. Mit einer Werkbank drin hier. Oder so ein Container. Genau, so ein Container ist das wahrscheinlich. So ein Baustellencontainer. Ja, und ich helfe dem Marvin momentan hier mit seinem Boden. Ich habe gedacht, komm, mach doch mal hier ein bisschen... Den Boden, die haben alle viel zu tun. Ich gerade habe jetzt nicht allzu viel zu tun. Ich habe ja meine Sachen komplett fertiggestellt und schon aufgenommen. Und dann dachte ich, komm, helfe ich den anderen mal. Wir haben so viele Baustellen hier in meinen City, es gibt immer was zu tun. Es ist nie irgendwie, dass es nichts zu tun gibt. Weil manche Leute bauen was und dann kommen sie erstmal nach 2, 3 Tagen wieder. Ja, und da kann man dann natürlich ein bisschen weiter bauen, ein bisschen helfen den Leuten. Und das mache ich jetzt heute einfach mal. Dann seht ihr auch vielleicht mal die aktuellen Baustellen. Vielleicht kennt ihr die einen oder andere noch nicht. Ja, in dem Fall habe ich gedacht, komm, hier, dieses Grün gefällt mir nicht, habe ich schon 100 Mal bestimmt gesagt. Machen wir doch mal einen anderen Boden rein. Und der soll dann so aussehen, so ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen wie ein Schrottplatzboden, aber wie so ein, ja, wie so ein Werksgelände so ein bisschen. Oh, der hat schon einiges hingebaut hier, seinen Mietschuppen. Wow, wow, wow. Der Bagger gefällt mir auch persönlich sehr gut. Und den Kran hier, den Kranwagen, der ist auch riesig, gigantisch, der gefällt mir auch gut. Oh ja, der ist aber günstig. Im Gegensatz zu dem, was war das da hinten nochmal, zu dem LKW. Mann, oh Mann. Naja, sind ja alles hier. Keine realen Preise. Hier, übrigens mache ich hier ein bisschen Sand rein. Und diese zwei neuen Kiesarten habe ich hier auch drin. So. Da seht ihr das zum Beispiel da. Die gefallen mir beide sehr gut. Die baue ich auch gerne irgendwie in Häusern ein. Oder vor dem Haus so im Garten. Finde ich richtig gut, die Dinger. Aber guck, ich werde das ein bisschen angleichen, dass das nicht ganz so gerade wirkt hier so. Mal schauen. Vielleicht werde ich noch so ein paar Ecken reinmachen. So. Ja, supi. Ja, dann gehen wir erstmal einen Schritt weiter. Oh, was baut denn der? Das habe ich aber jetzt noch nicht gesehen. Der Nico. Wow, der baut da mal ein großes Haus. Oh, das gefällt mir aber vom Stein her. Hat irgendwas. Sieht ein bisschen aus wie so eine Blockhütte. Ein bisschen rustikal. Oh, hat so eine schöne Grundgröße. Da passt einiges rein auf jeden Fall. Ja, das passt schon. Die Größe ist super. Weil ich habe auch früher, ganz früh angefangen, Minecraft zu spielen, habe ich immer oft den Fehler gemacht, habe ich die Gebäude zu klein gebaut, dann habe ich mich gewundert, oh, da muss ja noch der Raum rein und das rein, aber man kann besser größer bauen und dann nachher hat man dann Vorteile, anstatt wenn man alles klein baut, auch mit den Decken, man sollte ja nicht nur eine Decke bauen, weil das drüberliegende Stockwerk, das hat ja dann die Decke als Boden, ne? Wisst ihr, wie ich das meine? Man sollte eigentlich immer 2 Decken oder beziehungsweise 3 Decken einbauen, damit man dann vielleicht noch Platz für Glowstone oder überhaupt für Redstone arbeiten so hat. Das ist sinnvoll auf jeden Fall. Oh, der baut aber auch schnell, ja, der Nico. Macht er gut hier. Oder soll das hier eine Bar sein, wie so eine Art Theke? Okay. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht helfen, das ist neu, da weiß ich nicht, was ich machen sollte. Deswegen lasse ich ihn mal lieber bauen. Ich will hier nicht ins Handwerk pfuschen, Inferno Nico. Das machst du schon gut hier. Ah, da komme ich gleich nochmal vorbei, setz mal deine Blümchen.
haben wir natürlich den Mietschuppen. Jetzt gehen wir erstmal zu das Stadion 2.0. Zu Schildkröte 99. So, da baut sich langsam auf. Oh, oh! Das ist aber, geht aber schon steil nach oben hier. Wow. Ah, ist gigantisch. Alter Falter. Wow, 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 ja. Es hat schon eine gute Größe. Ich mache mir gerade Bedenken, ob wir hier hinten genug Platz haben. Ja, das wird knapp. Das wird knapp, obwohl, muss man mal gucken. Da muss ich nochmal mit Schildkröte sprechen, wie er das hier so gedacht hat. Weil das Gebäude können wir natürlich hier nicht abreißen. Da baut er ganz fleißig. So, gucken wir mal ein bisschen zu hier. Aber eigentlich sind wir heute zum Helfen da. Ach so, okay, was nimmt er denn? Ah, okay. Ich musste mir gerade erstmal die Steine angucken, welche der nimmt. Ach, die baut er jetzt schon hin. Okay, okay. Das kann man selber gucken. Ich war jetzt letztens erst hier, wo die fertig gebaut wurde, die Etage. Und jetzt sehe ich das, dass er das hier hingebaut hat. Aber man hat hier auch, glaube ich, eine gute Aussicht von hier oben. Oh ja. Man kann auf jeden Fall viel sehen. Ja, schick. Ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne hier weiter bauen, aber ich weiß nicht, wie lang es noch nach hinten gehen soll, weil wir haben auch nicht so viel Platz hier. Deswegen warte ich jetzt mal ab, was... Ach, guck, er reißt es jetzt sogar ab. Vielleicht ist es jetzt schon zu lang oder er hat abgezählt, dass das reicht. Ja, gut, dass ich jetzt noch nicht weitergebaut habe. Ich habe mir sowas schon ein bisschen gedacht hier. Okay, wenn ich nicht mitbaue, kann ich vielleicht ein bisschen mit abreißen. Können wir ihm ja mal ein bisschen so helfen. Das Abriss-Team Screenfun ist am Start. So, ich übernehme das hier. So. Achso, okay. Hüp. Ah, der ist schnell. So, und jetzt kommt er gleich. 3, 2, 1, los. Oh, jo. Okay, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist. Ich könnte mal kurz gucken. Das sieht mir auf jeden Fall größer aus. Wenn ich jetzt mal von der Seite hier gucke. Das müsste höher sein. Ja, man muss das immer exakt bauen hier. Weil wenn man einen Baufehler drin hat, das rächt sich nachher. Spätestens oben am Dach hier. Ach so. Ach, hier kommt noch eine Etage drauf. Ja, ich verstehe. Vielleicht haben wir hier drei... Ne, wie viele sind das denn? Eins, zwei, drei... Vier Blöcke sind das. Okay, vier Blöcke. Oh, eher gesagt, fünf Blöcke. Und dann gehen drei nach oben. Ah, ich verstehe jetzt sein Bauvorhaben. Fünf Blöcke brauchen wir. Okay, was haben wir da? Hallo? Eins, zwei, drei, hallo? Vier. Omikron. Fünf. Ist in der Aufnahme. So. Genau, dann drei nach oben, ne? So richtig? Ah, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Sonst hätte er mir das schon längst abgerissen. So. Ja, guten Tag, Koray. Auch wieder dabei. Dip, 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 dip. Oh ja, das wird ein wenig knapp, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich weiß ja nicht, wie dick die Außenwände werden sollen. Ein bisschen Platz haben wir ja nach hinten noch zur Train Station. Aber ein bisschen Platz müssen wir dazwischen ja auch noch lassen für eine Straße oder für einen Weg. Da müssen wir mal schauen. Opala. So, jetzt haben wir drei hoch. Wer ist das denn? Deine Mutter TV. Deine Mutter TV kommt von Koray. Dann lassen wir den erstmal drinnen. So, weil seht ihr, hier haben wir nämlich noch wenig Platz hier. Okay. Ja, dann switchen wir einfach mal. Dann gucken wir mal, was denn nächste Kollege ja auf unserer Map macht. Zum Spieler teleportiert. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir mal. Gucken wir mal, was der Nico so hergerichtet hat. Okay. Muss erstmal gucken, wo ich bin. Ach, hier bin ich, alles klar. Oh, schon von außen die Blue und so die Decke schon komplett eingerichtet. Oh ja, das sieht aber auch irgendwie schön aus. Alles so symmetrisch, das gefällt mir irgendwie. Ja, schick.
Wow. Okay, Cora ist back. Ist weg wieder. Mhm. Ja, schön. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal den Fortschritt. Ja, wenn man einen Plan hat, geht es eigentlich schnell. Nur der Anfang ist immer schwer, denke ich mal. Bei mir auch. Oh, der baut aber auch zügig hier, muss ich sagen. Das ist schneller Bauer, der Nico. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wir machen hier so eine richtige Live-Schaltung hier. Schildkröte waren wir gerade. Was macht denn der Marvin? So, Marvin, habe ich dich erwischt? Was machst du hier, Marvin? Mietschuppen. Den hat Marvin hier gebaut. Dem helfe ich hier noch bei seinem Boden. Oh, hier hat er doch wieder was Neues gebaut. Oh, was haben wir denn hier? Die Limousine. Oh, nice. Hey, kommt rein, Babes. Wir feiern eine Party. Aha. Oh, ist aber auch ein Flaggschiff hier. Man könnte vielleicht noch eine kleine Tür hier reinbauen und innen drin irgendwie so ein DJ-Pult reinmachen. So. Das wäre schon ganz cool. Stylisch. Ja, der kann bauen. Das ist unser Fahrzeugprofi. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Hast du gut gemacht. Sauber. Ja, der wird immer größer, der Mietschuppen. Wenn ich mal so von oben gucke, was hier schon alles hier rumsteht an Fahrzeugen. Ah, schon reichlich. Wow. Ja, da muss ich mit meinem Boden schon ein bisschen hinterher sein. Es geht ja ruckizucki hier. Na, ja, nicht schlecht, der Specht. Ja, den Korai, den hätte ich jetzt auch eben hier mal geholfen. Kurz, da wollte ich auch noch mal kurz gucken. Hier, die Fenster müssen nämlich noch komplett alle reingesetzt werden. Komm, da können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Heute ist ja meine Helferfolge. So. Bin doch heute am Helfen. Ist ja nicht so, dass ich das nie mache. Ich mache das ja eigentlich auch oft. Wenn ich selber nichts zu tun habe, dann mache ich das natürlich. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich habe so viel Arbeit. Also jetzt nicht hier in Main City. Ich habe noch ein Großprojekt am Laufen, falls ihr es noch nicht wisst. Da bin ich auch noch reichlich am Bauen und boah, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Es wird ein Mega-Projekt von mir, wo ich auch noch exakt die Bauzeit mit aufschreibe. Also das heißt, wenn ich anfange, ich merke mir die Zeit, wenn ich anfange zu bauen, was ist das denn für ein Deutsch hier? Auf jeden Fall ist dann diesmal eine richtige Zeitangabe dabei, wie lange ich dafür gebraucht habe und wann ich angefangen habe. Also ein paar kleine Informationen gibt es dazu. Das habe ich mir mal vorgenommen, weil das, ich glaube, das ist mein größtes, ja auf jeden Fall, das ist mein größtes Megaprojekt. Ich glaube, das ist, boah, wenn ich hier so die Gebäude angucke, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, das ist noch größer als dieses ganze Gebäude hier, mein Megaprojekt. Auch von der Klötzchenanzahl, von der Blockanzahl müsste ich mehr haben. Ja doch, klar. Ich glaube schon. Das ist schwierig zu sehen, aber ich glaube schon. So, zack, zack, zack. Hier noch welche rein. Hier müssen auch noch Etagen rein. Korai, wenn du nächstes Mal hier bist, zieh einfach mal eine Etage rein. Dann wissen wir, wie wir die Etagen weiterbauen können. Wie du das hier drin haben möchtest. Dann wenn man Zeit hat, dann kann man die Etagen nämlich weiterbauen. Immer so ein paar Beispiele reinbauen. Oder ein Schild draufbauen, wie das gebaut werden soll. Aber am besten sind immer Beispiele. Dann sieht man es direkt und dann kann man direkt weitermachen. Oh, hier ist schon fertig die Seite. Wie sieht es hier aus? Oh, hier muss noch alles. Die Rückseite auch. Ich glaube, die Vorderseite ist auch fertig, ne? War die bis oben hingezogen? Ja, mit dem Easter Egg, ich weiß es nicht. Da in dem Wald habe ich nichts gefunden und in dem Wald da hinten auch nicht da. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sich das noch aufklären. So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Menge Glas am Start. So, was muss denn noch hier gemacht werden? Hier müssen noch auch noch so, ach ja, genau, hier müssen ja noch mal komplett so die Etagen reingezogen werden. Wo ist denn jetzt der Stein? Der ist doch hier schwarz. So. Komm, machen wir ja noch ein bisschen was hier. Hoppala. Hoppala. Hoppala, hoppala. So. Boah, wie lange ist denn das hier noch? Ach doch, ist noch ein bisschen länger. Irgendwie ist das komisch, so die Blöcke reinzusetzen.
nicht so flüssig. Ich denke immer, jetzt ist das Ende gerade da. So, jetzt haben wir es geschafft. Aber da kommen immer zwei Etagen rein, also zwei Blöcke. Genau, wie ich das gerade nämlich erzählt habe, dann hat man einen Boden und eine Decke. Zack, 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 zack. Oh, oh, ist verkehrt. Ich mag diesen schwarzen Block auch. Den benutze ich auch gerne. Sieht so ein bisschen aus wie so ein schwarzer Backstein. Jo. So, dann gucken wir nochmal bei dem Nico. Ach, bei dem Nico, bei dem... Schildkröte. Nummer 90. Oh ja, der Oberrang, der wird bearbeitet. Ja, ist gar nicht hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den finden wir doch auf jeden Fall. Schildkröte. Ach, Schildkröte ist fleißig. Der ist, glaube ich, im Meer. Ja, genau. Hier mussten nämlich noch diese weißen Blöcke alles entfernt werden aus dem Meer. Da hat die Schildkröte mir sehr viel geholfen. Ist auch noch nebenbei auch noch eine Baustelle. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Nummer 5 oder Nummer 6 oder Nummer 7 sogar. So. Dann schauen wir jetzt mal, was der Nico macht. Ist ja wie bei Sky hier beim Fußball, bei der Bundesliga hier. Oh, ich bin schon mitten im Haus drinne. Oh, hier ist eine Wand drinne. Das sieht aus wie ein Steakhaus. Vielleicht liege ich ja richtig hier. So dieser Blockhaus-Charme. Ein Steak-Restaurant, ja. Das könnte sein. Was ist denn hier drinne? Alter, hier ist eine Treppe drin. Ich als kleiner Neugierigen muss mal da runtergehen. Was steht da? Ach, WC, Toilette. Oh, cool. Hier entsteht die Toilette. Ah, da möchte ich jetzt nicht stören hier. So. Ab zum Mietschuppen. Es geht hier rucki zucki, wie ihr merkt. Ratzfatz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, schnell im Teleportieren. So. Da ist er. Da ist er. Der Marvin. Oh, der Marvin baut schon wieder was Neues. Meine Güte. Der Marvin hat Hummel im Arsch. Der ist rucki zucki mit dem Bauen hier. Ah, ich finde es immer schön. Habe ich immer schön, neue Sachen zu zeigen hier. Ich finde es auch mal interessant, wie die immer bauen, die Leute. So verschieden. Wow. Ja, was wird das jetzt? Ich bleibe jetzt mal hier so stehen. Ihr könnt jetzt einfach mal mitraten. Hm, ich überlege auch. Weiß. Aha, vielleicht baut der noch eine Limousine. Eine ausgebaute von innen. Ich weiß es nicht. Oh, ne, blau. Blau. Müllwagen? Mal gucken. Oh, das ist ein kleines Auto, oder? Ne, doch nicht. Wird etwas größer. Ja, mal schauen. Ja, ihr könnt ja mal rätseln, was es hier werden soll, hier. Ich zeige euch das mal ein bisschen hier. Ich weiß es noch nicht. Dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Der Gewinner kriegt eine Tüte Gummibärchen dann. Der ist richtig gerät. Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier ein kleines Folgenpräuschen machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Let's Build. Bis dahin. Ciao.